Hallo ihr Lieben, ich bin jetzt hier beim Schloss Gottorf in Schleswig und was man hier alles entdecken kann, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Bleibt dran! Ja, es ist April 2024. Die Zufahrt ist leider zu. Hier vorne ist das Kassengebäude. Und hier ist dann der Eingang vom Schloss. Ein wunderbares barockes Gebäude. Die einzelnen Daten blende ich gleich nochmal ein. Und auch unten verlinke ich dann nochmal auf das Schloss und was es da alles dann zu sehen gibt. Das zeige ich euch dann gleich. Aber wir gehen erstmal ganz kurz da rein und dann zeigen wir euch die Geschichte. Hier sind jetzt ein paar Informationen über Schloss Gottorf und seine Geschichte von der herzoglichen Residenz zu einem Landesmuseum. Wir sehen da oben dann die alten Ansichten und natürlich auch die neue Ansicht vom Schloss Gottorf. Die einzelnen Daten lese ich euch jetzt nicht vor. Wer möchte, kann das natürlich gerne im Einzelnen sich mal dann anhalten und dann anschauen. Also von 1161 bis hin eben halt ab 1948 als Landesmuseum Schleswig-Holstein jetzt dann genutzt, gab es also doch eine bewegte Geschichte dieses Schlosses hier in Schleswig mit einer Bedeutung, die also weit über die Region hier hinausging. Und wir sehen hier nochmal die verschiedenen Ansichten von 1584. Das finde ich ein sehr schönes Bild hier von Schleswig mit dem Schloss. Und der Dom ist damit dabei. Dann 1618, 1710 eben halt dann noch richtig als Bastion auch zu erkennen. Und nach 1852 dann als Schloss. Ja, wenn man hier ankommt, hier ist ein großer Parkplatz. Also es wird immer ein Parkplatz eigentlich da sein. Wenn man hier ankommt, dann haben wir hier das Kassenhäuschen da vorne. Und hier ist dann der Eingang des eigentlichen Schlosses mit einer wunderschönen Fassade. Und wir gehen jetzt einfach mal hier. Hier sind die Toiletten da vorne. Das ist auch ganz wichtig, dass hier die Toiletten sind. Und wir gehen da vorne gleich mal zur Nüdermhalle. Hier ist die große Fassade zu sehen mit dem wunderbaren Schloss, die Frontseite. Hier sieht man auch so ein bisschen was von den Verteidigungsanlagen damals. Und hier ist die Nüdermhalle. Und da gibt es natürlich was Besonderes zu sehen, nämlich das Nüdermboot. Und was es noch zu sehen gibt, das zeige ich euch jetzt. Also wir haben hier das Nüdermboot. Oder ein Beiboot ist auch noch mit dabei. Und das Ganze kommt aus Nüderm. Wir sehen hier im unteren Bereich der Karte Schleswig-Holstein. Und Nüderm liegt da so, im unteren Bereich von Dänemark, dem heutigen Dänemark. Denn damals war das wirklich so, schon eher in der Mitte von Dänemark gewesen. Und es ist eben halt damals, 250 bis 480 nach Christus als Kriegsbeute geopfert worden. Und insgesamt konnten außer den drei Booten ungefähr 15.000 Objekte geborgen werden. Und wir sehen hier eine Karte, wo wir eben halt dann die ganzen Objekte, die da mit reingelegt wurden, ist. Man sagt, es sei eine Kulthandlung gewesen. Man hat sich bedankt bei den Göttern für die gewonnenen Kriege möglicherweise. Und wir sehen, dass eben halt da sehr, 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 sehr viele Opfergaben waren. Also Gefäße, Äxte, Beile, Bootsteile, Lanzen, Speere, Pfeil, Bogen, Schilde, persönliche Ausrüstung, Werkzeug, Reitzubehör, Knochen. Also es war quasi alles mit geopfert worden in diesem Bereich. Und dann eben halt dieses 23 Meter lange Schiff. Hier kann man so schön das Schiff einmal von oben sehen. Ist natürlich jetzt ganz schwarz und dunkel, weil es eben, also das Holz, sagen wir mal, ist so mal so hell wie hier dann die, was ist das eigentlich jetzt genau? Ich kann es gar nicht sagen, diese Köpfe. Und das Holz ist jetzt ganz schwarz, weil es natürlich konserviert wurde in einer Zuckerlösung. Über viele Jahre lag es dann in so einer Zuckerlösung, um erhalten zu bleiben. Man hat ja dieses wunderbare Boot, dieses Ruderboot, in einem Moor gefunden. Das ist also sehr gut erhalten geblieben. Aber damals war es eben halt ein See. Man hat es also im See versenkt. Und aus dem See wurde langsam ein Moor. Und das hat dann dazu geführt, dass das Boot so gut erhalten geblieben ist. Das Boot hat also einen interessanten Weg hinter sich. Von Kopenhagen, dann eben Nüderm, Flensburg, Schleswig. Bis zum heutigen Standort hier. Und wir sehen 1863 Ankunft in Flensburg. Und dann sehen wir hier, über viele Jahre hat man sich dann auch um das Boot so ein bisschen, das Bild ist mir ganz interessant. Da geht es eben halt am Schleswiger Dom vorbei. Und dann ist es dann nach dem Zweiten Weltkrieg hier nach Schleswig auf Schloss Gottorf dann verblieben.
Das Nydam-Boot kenne ich schon seitdem ich Kind bin. Ich bin davon ganz beeindruckt. Gehe dann aus der Nydam-Halle wieder raus und dann am Schloss entlang in den nächsten Raum. Hier ist dann noch ein Aufenthaltsraum. Hier können Kinder spielen. Ich meine, hier war mal die Museumspädagogik, aber hier ist also ein Aufenthaltsraum mit einem Automaten. So, wir sind jetzt hier beim historischen Rundgang und ich mache hier mal so einen kleinen Schwenk vorbei, auch hier an diesen tollen Altaren. Und wir haben hier also eine wunderschöne Halle mit so einem Gewölbe. Alles noch wunderschön erhalten hier. Lohnt sich. Und hier ist auch das Rendsburger Fragment der Gutenberg-Bibel von 1452-54 zu sehen. Wunderbar. Hier ist zum Beispiel auch ein Kaminsturz aus dem 17. Jahrhundert zu sehen. Und ich finde jetzt da ja toll diese Ornamente vorne drauf mit diesen Ritterrüstungen. Ah, das mag ich gerne, sowas. Es sind natürlich auch alte Humpen hier, so Zinnhumpen. Hoppla, kann man jetzt ja nicht so gut erkennen. Wandteppiche, also die Wohnkultur. Und alleine schon diese Holzdecke hier oben, die ist natürlich einmalig. Ja, hier sind dann nochmal Originalfragmente zu sehen. Wir sehen ja hier den Globusgarten. Und im Globusgarten stand eben halt eine große Skulptur. Und davon sind hier die Fragmente da. Jetzt stehen draußen natürlich eine Rekonstruktion, aber die Originalteile, die hat man dann hier aufgestellt. Ist damals umgestürzt, war da irgendwie so eine Landfläche geworden und dann hat man die dann wiedergefunden. Das ist also richtig interessant. So sieht eben halt dann der Herkules im Kampf mit der Hydra eben halt jetzt draußen aus. Wenn man in den Globusgarten geht, dann sieht man dann da diese tolle Skulptur. Und hier ist, wie gesagt, sind die Originalfragmente und draußen ist dann die Rekonstruktion zu sehen. Ja, hier war damals die Küche vom Schloss Gotthof und hier sieht man auch noch so einige von diesen Teilen. Hier ist zum Beispiel ganz interessant, noch eine Glocke zu sehen. Aber was hier so interessant ist, das hat man jetzt hier so ein bisschen zugestellt. Das ist eben halt, dass hier so ein Rauchabzug oben war. Das kann man jetzt dann so gar nicht mehr sehen da vorne. Und hier wurde eben halt damals dann gekocht. Hier ist jetzt auch eine moderne Ausstellung. Also alles, was im Blau hier so sich offiziell abhebt, das ist dann eben halt moderne Kunst und alles, was nicht blau ist, das ist dann das Original Alte. Also man kann sich hier richtig gut verlaufen. Hier ist dann mal so ein kleines Schild, hier tut sich was. Hier ist irgendwas abgesperrt, hier so ein Schlüssel. Da kann man natürlich mal durchgucken, da ist jetzt mal nichts zu sehen. Da wird an der nächsten Ausstellung vorbereitet. Und wenn man dann jetzt hier so weitergeht, dann sieht man hier zum Beispiel eine Stube aus Kellinghusen aus dem 18. Jahrhundert. Und wenn man dann da reingeht, ich hoffe, dass sich jetzt das ein bisschen anpasst, sieht man natürlich ganz toll diese Stube aus Holz und mit Bleifenstern, Kacheln. Und da ist natürlich wieder so eine moderne Kunst auf dem Tisch mit den blauen Dingern. Das ist natürlich alles wieder von dieser Sonderausstellung, was nicht wirklich dahin gehört. Aber das ist halt Kunst, dass man eben halt das Alte Historische und das Moderne ein bisschen miteinander verbindet. Ja, dieser Tisch hier soll möglicherweise dem Herzog Friedrich III. Geschenkt worden sein von König Karl X. aus Schweden in dem Rundtürmchen hier im Schloss. Wir sind jetzt hier im Weißen Saal und das Interessante am Weißen Saal ist diese Stuckdecke, die hier gebaut wurde, die ursprünglich mal farbig war, aber jetzt nur noch in weißes, aber ganz, ganz, ganz reichhaltig verziert. Was mich immer wundert, wenn man so über Kopf arbeitet, dass es immer hält, dass es nicht runterfällt. Ah, das ist schon eine gewaltige Arbeit, sowas zu machen. Finde ich toll. Und von diesem Raum hier mit diesen schönen Wandbehängen kommen wir zu einem absoluten Highlight. Hier mit Nummer 26, einfach lapidar bezeichnet. Mit einer schönen Tür mit den Ornamenten drin. Und jetzt kommt der für mich das Highlight schlechthin, nämlich die Kapelle, die Schlosskapelle von Schloss Gotthof. Wir sehen ihn hier mit der Nummer 26 dort. Ja, dann diesen schönen Moment hier. Also eine wirklich barocke alte Kirche und vor allem mit dem
ja, wie nennt sich das da oben? Der Raum, wo eben halt der Herzog saß. Und das ist das Besondere an diesem Raum da vorne, den wir jetzt gleich dann sehen werden, dass dort eben halt Zimmerleute oder Tischler beschäftigt waren, die auch ja quasi das Innenleben der Vasa in Schweden gebaut hatten. Also wir hatten ja hier Verbindung zu Schweden hingehabt und es waren die gleichen Handwerker. Man sieht auch teilweise gleiche Ornamente. Das ist schon eine ziemliche Verbindung. Das finde ich ganz, 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 ganz toll. Also diese Kirche hier haben meine Eltern damals geheiratet. Also ja, da gibt es auch noch Bilder von. Und das ist die Schlosskapelle von Schloss Gottorf hier. Wir gehen jetzt mal da vorne gleich mal da rein. So, das machen wir jetzt einfach mal. Hier ist alles wundervoll bemalt. Wir sehen hier unten dann nochmal eine Kanzel da vorne. Hier ist dann der Eingang von außen zu sehen. Und wir schwenken jetzt hier mal auf dieses wunderbare, wie sagen, Kirchenschiff. Wie nennt man das eigentlich? Es ist der Hammer und wir gehen mal da rein. Hier hat damals der Herzog drin gesessen. Alles ganz kunstvoll gebaut. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man hier reinkommt, das ist tatsächlich so der hintere Teil des Schiffes, des Navasa. Das ist also genau so gebaut. Ja, wenn man so diese feinen Ornamente sich dann anschaut, von diesen Figuren hier zum Beispiel bis hin, ja, diese Ornamente, alles Einlegearbeiten, eine Arbeit, dieser Raum hier oben, dann diese ja, Löwenköpfe, die da sind, mit dem Ring, wahrscheinlich konnte man das vielleicht irgendwie zuziehen damals im Vorhang, möglicherweise, ich will das jetzt nicht gar nicht so behaupten, aber diese Löwen mit den Ringen im Maul gibt es ja überall. Ob das zugehängt wurde, das wage ich dann zu bezweifeln. Aber wenn man so diese Ecken hier sieht, hier, jetzt wird es ja sehr dunkel, jetzt muss ich erstmal die Kamera ein bisschen dran gewöhnen, diese Wahnsinns-Einlegearbeiten hier, bis hin zu einzelnen Gesichtern, die da zu sehen sind, oder hier oben Tier, Momente, also Tiere hier, wahrscheinlich Rehe oder sowas sind das dann, bis ins kleinste Detail alles durchdacht, durchgearbeitet. Oder hier dieses Ornament hier, Wahnsinn. Und dieser Raum hier ist dann eben, ja, für mich einer der schönsten, den es in ganz Schleswig-Holstein gibt. Oder vielleicht sogar bundesweit, ich weiß nicht, aber der ist wirklich so kunstvoll gefertigt, Wahnsinn. Durch diesen kleinen Eingang kommt man dann rein hier in den Hirschstall und da ist natürlich deswegen so, weil hier so viele Hirschornamente an der Wand sind. Und hier war damals die deutsch-russischen Konsultationen. Ich hoffe, dass die Musik jetzt kein Problem ist, dass hier im Hintergrund dann solche Musik läuft. Ich kann es leider nicht abstellen. Und an der Decke sind natürlich die Wahnsinnsmalereien zu sehen. Allerdings alles Szenen, die ich mal so einblenden werde hier mit, ja, Hinrichtungen. Hier ist zum Beispiel hier oben vier Teilen zu sehen, wo also ein Mensch da von zwei Pferden auseinandergerissen wird. Also ja, das ist schon sehr speziell. Und hier in dem Saal, die hat man dann eben dann gespeist. Und das war für mich was ganz, ganz Besonderes gewesen, wenn man hier nochmal diese Ornamente sich dann so anschaut. Und ja, ich mache mal so einen Blick einfach mal durch diesen Saal nochmal so durch. Hier waren damals dann, ja, Gerhard Schröder, der Bundeskanzler, der jetzt gerade 80 geworden ist, und Putin war auch hier gewesen. Aber es gab hier eine ganz besondere Szene in diesem Raum. Ich gehe hier einfach mal so durch. Und jetzt gehen wir mal hier diesen Ausgang hoch, denn hier war damals dann der Ausgang für die Gäste gedacht. Und hier habe ich mich damals platziert und wollte ja unbedingt dann, ja, Gorbatschow, der auch mit dabei gewesen war, in dem Goldenen Buch der Stadt haben. Ja, und hier stand ich damals mit dem Buch, dem Goldenen Buch der Stadt. Das Buch war, ja, quasi auf diesem Tisch hier, es war abgedeckt, lag das Goldene Buch der Stadt. Und hier vorne, da kam Gorbatschow die Treppe hoch und ich habe dann gesagt, Herr Gorbatschow, bitte eintragen. Und eine Seite weitergeschlagen und im Goldenen Buch der Stadt ist dann die Seite drin, wo dann Gorbatschow sich dann in das Goldene Buch der Stadt eingetragen hat, hat geschrieben, Spasiba, Michael Gorbatschow. Er war damals Vertreter für die Jugend gewesen, hatte gar keine offizielle Funktion, er durfte sich eigentlich gar nicht ins Buch eintragen, bei mir war das so wichtig, diesen doch bedeutsamen Mann mit dabei zu haben im Goldenen Buch. Und ich war so stolz gewesen, das war hier an dieser Stelle, da habe ich damals Michael Gorbatschow getroffen und hier hat er sich in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. Und hier sind wir jetzt im sogenannten Plöner Saal. Das waren Wandvertäfelungen, die aus dem
Schloss in Plön hierher kam. Wenn man sich allein schon mal hier diesen tollen Spiegel hier anschaut, der auch richtig alt erscheint, weil das Holz, andersrum, der Spiegel selbst so seine kleinen Fehlerchen hat. Da bin ich selbst zu sehen. Moin, hallo. Und hier sind also dann diese Wandornamente zu sehen. Und allein schon dieser Leuchter da oben. Hier finden dann Trauungen statt. Also die Stadt Schleswig hat dann hier so das angeboten, dass man dann hier auch sich trauen lassen kann. Und dieser Raum ist natürlich für eine Hochzeit natürlich ideal geeignet. Also wirklich wunderschön. Also man kann sich beim Standesamt in Schleswig melden, wenn man heiraten möchte, und kann dann hier in diesem Saal dann heiraten, im Plöner Saal im Schloss Gottorf. Ja, und diese Treppe hier ist mir auch dann noch gut in Erinnerung, denn hier damals habe ich unseren Bundespräsidenten Horst Köhler und seine Begleitung dann begleitet nach draußen raus, als hier eine Veranstaltung war im Schloss Gottorf. Das war hier. So, hier ist nochmal dann die Jugendstilausstellung. Selbst der Teppich gehört dann auch damit dazu. Und hier ist dann nochmal so eine Sitzgruppe zu sehen. Und was ich ja so besonders toll finde, das ist hier ein Bild. Also das finde ich ja nun wirklich absolut klasse. Diese Farben, das heißt irgendwie utopische Landschaft oder so ähnlich, von 1921. Also wirklich, boah, genau meins. Finde ich toll. Ja, hier unter dem Begriff Neuzeit sieht man dann hier einen Wecker, ein Handy, ein Zylinderkopf, ein Wasserkessel, ein Diskettenlaufwerk. Alle Sachen, die wir wegschmeißen, obwohl da vorne ist eine VW-Radkappe, die ist eigentlich schade wegzuschmeißen, soll so ein bisschen zeigen, was alles in der Neuzeit jetzt weggeschmissen wurde und was man dann ja irgendwann mal wieder ausgräbt und dann daraus schließen kann, wie auch unsere Zeitepoche aussah. Und so sieht man jetzt hier in der Archäologie dann eben halt auch Dinge, die damals weggeworfen wurden und die man dann jetzt wieder gefunden hat. Und da schauen wir uns mal vor allen Dingen die Moorleichen an. Oh. Ja, aus Jägern wurden Bauern und hier sind auch ganz viele Namen genannt, die ich auch alle noch teilweise persönlich kenne. Zumindest auch natürlich den Jürgen Heuker, aber Harm Paulsen ist zum Beispiel einer von denen, der diese Modelle gemacht hat. Und wir sehen ihn hier in einem Video, den Harm Paulsen, der als Mitarbeiter hier von dem Landesmuseum dann auch tatsächlich mal gesagt, wie kann man das denn jetzt in der Praxis so umsetzen, und vielleicht sehen wir ihn dann gleich nochmal im Film. Er hat dann also ja Einbäume gebaut, hat dann also quasi diese Dinge nachgefertigt und hat dann gesagt, ich muss das mal probieren, wie kriegt man das hin, tatsächlich Holz mit so einem Scheibenbeil dann zu bearbeiten. Und er war so ganz finderisch eben halt dann zu gucken, wie denn damals die Sachen verarbeitet wurden. Das wurde ja das Wissen damals weitergegeben. Er musste sich das alles selbst natürlich erarbeiten. Aber hier mit diesem Zelt verbinde ich noch Kindheitserinnerungen, denn als ich als Kind hier schon im Schloss Gottorf war, gab es das auch schon. Das war also immer schon da gewesen. Für Schleswig-Holstein ganz entscheidend ist natürlich de Grode Mandrang. Die Sturmflut von 1362, und damals war Nordfriesland noch so ein richtig, ja, waren viel, viel, viel Land nach Westen raus, und dann nach dem Sturm 1362 hat sich dann die Situation so dargestellt wie jetzt, also mit Sylt kann man hier erkennen, eben halt Amrum, Nordstrand sieht man hier. Das hat sich dann alles entwickelt erst nach der großen Flut. Also das finde ich ja richtig toll, dass hier ja Schleswig noch besonders herausgestellt wird hier. Unsere ältesten Städte in Schleswig-Holstein, das sind eben halt dann ja Schleswig, Hamburg und Lübeck. Man sieht hier oben die Hammerburg in Hamburg. Hier sieht man dann den Mittelteil von Hamburg. Hier ist da unten, da ist Hamburg und das ist Lübeck, Entschuldigung. Aber hier ist dann mal Schleswig zu sehen. Ja, mit dem Wappen der Stadt Schleswig, das heute noch da genutzt wird. Das war damals natürlich etwas anders gewesen. Und man hat eben halt dann so hier mal gezeichnet, da ist so ein Dom zu sehen mit Hafenanlagen. Und das Tatsächliche, wie es aussah, hat man dann eben hier dann dargestellt. Die Archäologie der Stadt. Und
diese Ausgrabung, die hier gemacht wurde, da war ich damals mit dabei. Und das war die Geschichte, wo der Archäologe sagte, es ist alles noch erhalten, wir haben alles da. Die haben also die Sachen ins Hafenbeck geschmissen. Manches ist runtergefallen, einiges ist vielleicht auch nur reingeworfen worden. Reingeworfen wurde auf jeden Fall der Mist, der Dunk. Alles von irgendwelchen Getier, was man in der Stadt hatte, wurde dann da auch mal reingeschmissen. Und er sagte eben halt, ja, es hat was Gutes und was Negatives. Das Gute war, dass das Holz alles komplett erhalten ist, und das Negative war, dass es noch genauso stinkt wie vor 1000 Jahren. Also das ist toll, hier diese Ausstellung hier dann zu sehen mit den Spunwänden. Ach, da kommen bei mir so richtig, ich find's toll. Und hier geht's jetzt in das absolute Highlight rein, da nehme ich euch mal mit. Ja, hier ist dann das absolute Highlight, die Moorleichen. Hier ist Kind von Windebü, die Augen verbunden und mit den Füßen da zu sehen. So, jetzt bin ich hier im Innenhof des Schlosses, des Schloss Gottorf in Schleswig. Und ich habe hier mit diesem Innenhof auch sehr viele Erinnerungen. Wie man hier vorne sieht, ist da ein Brunnen zu sehen. Da gab es ein Bild von mir mit meiner Oma und mir, wie ich hier vorne längs gehe. Und ja, mit ihr als kleines Kind. Ich konnte also nicht mal da die Hälfte vom Geländer quasi so hochgucken. Ja, und hier im Hintergrund seht ihr vielleicht jetzt nicht so gut gegen das Licht. Müsste ich mal vielleicht da vorne hingehen, wo der Schatten ist. Da ist dann diese tolle Fassade, die ich persönlich sehr schön finde. Die auch als Hintergrund immer gerne dient. Jetzt müsste man das, glaube ich, gleich besser sehen können. Als Hintergrund eben halt für die Schlosshofspiele vom Schleswig-Holsteinischen Landestheater und Sinfonieorchester. Die haben dann hier im Innenhof den Jedermann aufgeführt. Ah, hier saßen mir auch ganz bekannte Schauspieler gegenüber, oder ich saß, durfte mit dabei sein. Das werde ich nie vergessen, wie wunderschön dieser Innenhof ist und diese Fassade, die dann eben halt bei manchen Stücken, also wirklich ganz toll. Aber es ist dann keine Kulisse, die gemalt wurde, sondern die ist echt. Und das fand ich so richtig toll. Ja, der Brunnen läuft seit 2 Jahren leider nicht. Übrigens, da vorne ist dann der Eingang für die Kapelle. Da gehe ich auch mal mit euch nochmal hin, wenn ich jetzt schon mal hier bin. Hier sind überall noch so weitere Eingänge in den unteren Bereich des Schlosses hinein. Und hier vorne, ich weiß gar nicht, ob es auch von der Seite hier offen ist. Ich muss da mal gucken. Nein, von der Seite hier ist es nicht zu erreichen. Die Tür zur Kapelle, die ist hier zu. Die ist auch noch zu. Das sind alles Notausgänge jetzt. Man konnte also überall raus, aber eben halt nur als Notausgang. Und hier standen damals Soldaten, Marinesoldaten, Spalier, als dann hier mein Vater, meine Mutter damals rausgekommen sind und hier geheiratet haben. Es müsste aber eigentlich die Tür gewesen sein. Welche von den beiden weiß ich jetzt nicht. Das will ich jetzt für mich natürlich ins Feuer legen. So, ihr Lieben, Schleswig kann auch Sonne. Und es ist ein wirklich bombastisches Wetter. Das erste Mal seit Tagen, dass ich auch wirklich hier Sonnenschein habe. Das war jetzt mein Rundgang durch Schloss Gottorf. Ich bin insgesamt 4,5 Stunden hier gewesen. Ich bin um 12 ungefähr gekommen, circa 12 Uhr, und habe dann das hier im Hauptgebäude und Nydamhalle innerhalb so von 4,5 Stunden im Schnelldurchlauf laufen können. Wenn ihr mir jetzt mehr Zeit mitnehmt, also 2 Tage, dann könnt ihr auch wirklich alles intensiv durchlesen. Das schafft man an einem Tag eher nicht. Es lohnt sich eigentlich erstmal in die Nydamhalle zu gehen, von da aus dann hier den normalen Rundgang durch das Schloss. Und ganz zum Schluss kommt man dann in die Archäologie und dann da nochmal ein Stockwerk höher, dann zu den Moorleichen. Und das lohnt sich natürlich auf jeden Fall. So, das war jetzt der Rundgang hier Schloss Gottorf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir ein Like und abonniert den Kanal. Wenn nein, schreibt es mir unten rein, was euch nicht gefallen hat. Ich sage herzlichen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Lord, to thee.
unter dem Titel Archäologie der Stadt. Da findet man jetzt hier damals in der Hafenstraße, da war ich noch da vor Ort gewesen, habe mir das so angeschaut. Da wurden hier Hafenanlagen aus dem 11. Jahrhundert in Schleswig gefunden. Und zwar war dort eine Garagenanlage und da sollte ein Haus hingestellt werden. So, und das war dann eben halt für die Archäologen der gefundene Anlass zu sagen, Mensch, dann lass uns da mal buddeln. Und man sieht hier im Hintergrund eben halt dann die Ostseite des Domes und wirklich unmittelbarer Nähe des Domes, da waren dann damals die Hafenanlagen von Schleswig und man hat das dann auch mal rekonstruiert und das fand ich ja ganz toll. Die älteste Stadt des Landes ist Schleswig. Schon im 11. Jahrhundert schlugen Fernhändler hier das Handelsgut auf den Landungsbrücken um Königshof und Hafen. Häuser, Höfe und Wege, dazu Kirchen, Klöster, Friedhöfe konnten durch die Ausgrabungen erschlossen werden. Und es findet dann hier eben halt um das Jahr 1050 einen Runenstein aus dem Schleswiger Dom, um das Jahr 1050 mit einer entsprechenden Inschrift dabei. Man hat hier einen Anker gefunden. Dann waren da eben halt auch Hölzer, ein Rack zu finden, das eben halt oben am Mast an den Schiffen dran war. Und da wurden also einige Teile von Schiffen eben halt geborgen, wie zum Beispiel auch ein Knieholz oder ein Steven. Ja, und hier ist eine Spundwand, man sieht unten, die sie richtig angespitzt war, damit sie dann so in den Boden reingerahmt werden konnten. Das sind also Baumstämme, die unten, ja, die flach waren und dann unten angespitzt wurden. Und dann waren das eben halt die Anlandungsbrücken aus dem Jahre 1092. Und das hat man da in Schleswig am Hafen gefunden. Und man sieht hier nochmal so ganz toll, wo heute der Hafen in Schleswig ist. Und die damalige Hafenlinie war wesentlich weiter, ich sag mal so 150 Meter weiter nach Norden hoch. Also das, der Teil, der dann quasi, jetzt muss ich mal kurz zeigen, der hier unten angeführt wurde, der ist dann später aufgefüllt worden. Das war die eigentliche, der eigentliche Uferlinie, da waren dann der Hafen und alles, was hier gekommen ist, die Knut-Lawatz-Straße in Schleswig, das ist dann später aufgeschüttet worden. Das gab es ursprünglich gar nicht. Hier war die Anlandung, ja, und hier der Dom. Also ganz toll. Und hier sieht man, das war dann das bebaute Gebiet. Das finde ich spannend.